1977 in Halle geboren und ist in Leipzig gewachsen und lebt noch in Leipzig. Er hat als Bauhelfer, Möbelträger und Wachmann gearbeitet und er hat am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig auch studiert. Er hat viele Preise gewonnen, Auszeichnungen für seine Bücher. Sein erster Roman ist Als wir träumten, 2006. Und dann hat er Im Stein geschrieben, die in weniger Zeit auch ins Italienisch, oder besser gesagt, es ist schon in Italienisch erschienen, mit dem Titel Caverne. Und Die stillen Trabanten, die sind Erzählungen, 2017, und auch diese sind auf Italienisch erschienen, con Il silenzio dei satelliti. Und die sind bei Keller Verlag, l'editore Keller, erschienen. Sein Beitrag hat den Titel, als Titel Alte Abmeierei, ein Dialog unter Schriftsteller. Es ist natürlich eine Ehre für uns, Sie haben zu dürfen hier mit uns. Bitte, bitte sehr. Ja, vielen Dank. Es ist mir ebenfalls eine große Freude und auch Ehre, hier auf diesem Hilbig-Kongress mit Hilbig in Dialog zu treten. Ich finde den Titel auch sehr schön, Die Sprache eines Feuerfressers, und erinnerte mich, wo ich das vorhin las, diesen Titel, an eine Gedichtzeile von Andreas Reimann, einem Dichter der Sächsischen Dichterschule, über die auch zu sprechen wäre oder irgendwann noch sein wird, inwieweit das mit Hilbig zu tun hat, diese seltsame Sächsische Dichterschule. Reimann sagte, ich muss es aus dem Gedächtnis zitieren, in einem Hilbig-Gedicht, also eine Hilbig-Hommage: Die Flamme frisst den Stoff, aus dem sie wächst. Das auf Hilbig gemünzt. Und als ich 2005 zu S. Fischer kam, war das für mich in erster Linie nicht der Verlag von Thomas Mann oder selbst nicht der von Döblin, den ich sehr verehre, sondern der Verlag von Wolfgang Hilbig. Und das erfüllte mich auch mit einem gewissen Stolz, diesem von mir sehr verehrten Autor im selben Verlag begegnen zu dürfen. Und jetzt mein kleiner Beitrag. An Gott. A nice and subtle happiness I see, so to thyself proposest in the choice of thy associates. Milton. Ein stiller Schauer deiner Allgegenwart erschüttert Gott mich. Sanfter erbebt mein Herz und mein Gebein. Ich fühl es, dass du auch hier, wo ich weine, Gott bist. So der alte deutsche Dichter Klopstock. Mit einem von ihm, dem alten deutschen Dichter Klopstock, selbst vorangefügten Zitat des alten englischen Dichters Milton. Ersetzen wir das Wort Gott mit dem Namen des neuen deutschen Dichters Hilbig, so stimmt dieser Vers auch oder noch viel mehr. Ein stiller Schauer deiner Allgegenwart erschüttert Hilbig mich. Sanfter erbebt mein Herz und mein Gebein. Ich fühl es, dass du auch hier, wo ich weine, Hilbig bist. Ein bisschen viel des Pathos. Aber auch das muss sein. Denn dem Pathos folgt oft bei Hilbig ein Schmunzeln, ein Lächeln. Über das Burleske, immer wieder pathosbrechende Erzählen in Hilbigs Die Weiber, wird gleich noch zu sprechen sein. Hilbig brach, wie Heinrich Heine, die romantischen Bilder und ließ sie dennoch leuchten.
Wenn wir frei nach Adorno von der Wunde Heine sprechen, muss es auch eine Wunde Hilbig geben. Wolfgang und Heinrich, der Wagen bricht. Nein, Herr, der Wagen nicht. Es ist eins der Bänder um mein Herzen, das da lag in großen Schmerzen. Und als ich gestern Abend hier in Turin ein Glas Nebbiolo-Wein trank, fühlte ich die Gegenwart Hilbigs, denn das hätte ihm gefallen, oder hat ihm gefallen, denn er weilte auch hier in Turin, wie ich gestern Abend erfuhr, dass ein Wein wie der Nebel heißt, zumindest aus dem Wortstamm von Nebbia kommt, denn es sind doch auch die Nebel, die durch Hilbigs Texte ziehen, vor allem in Hilbigs ersten kurzen Prosatexten steht der Nebel über den Brachflächen, den Industrieruinen, verschluckt der Nebel die Wirklichkeit, verändert die Wirklichkeit. Ein Nebel, der wie aus den expressionistischen Filmen Fritz Langs zu uns dringt. Hilbigs Bilder und Erzählmuster erinnern mich oft an den Film Noir, der ja aus den expressionistischen Bilderwelten entstand. Der Film Noir, diese schwarz-weißen amerikanischen Noir-Kriminalfilme und Nachtfilme, also Nachtfilme der 40er und 50er Jahre, Antihelden, die durch die nebelverhangenen Straßen schleichen, auf der Suche nach einem Geheimnis, auf der Suche nach sich selbst, die sich in ein Rätsel verrennen, sich in den Labyrinthen verirren, immer verrauchend und so ihren eigenen Nebel erzeugend, Stimmen folgend, sich in einem Netz aus Stimmen und Spuren verirrend, in den Nebeln verschwindend. Ich weiß nicht, ob Hilbig ein Kinogänger war oder ob er den alten, uralten Fernsehapparat seiner Mutter nutzte. Vielleicht war das einer dieser Fernsehapparate, die wie ein Tisch, eine Kommode auf vier hölzernen Beinen standen. Ein Möbelstück, in dem und aus dem die Bilder flimmerten. Hilbig las ja besessen, las auch Groschenromane und Kriminalromane, kannte mit Sicherheit die einsamen Etüden des nächtlichen Ritters Philipp Marlowe von Raymond Chandler, der sich in den Netzen verfing, in den Nebeln verirrte. Aber ich sehe Hilbig mit einer Zigarette im Mundwinkel die Film Noir im alten Fernsehapparat seiner Mutter verfolgen. Vielleicht sind diese existenziellen Thriller auch eher ein Hintergrundrauschen seiner Schreibnächte. Hilbigs erster Roman, eine Übertragung, ist ja beinahe ein Kriminalroman, beziehungsweise spielt mit Motiven des Kriminalromans, wie auch in der Postmoderne üblich, der ich Hilbig aber nicht zuordne, also dieser ominösen Postmoderne, die es für mich auch gar nicht gibt. Denn erstens ist die Post im besten Sinne immer altmodisch und auch mal unzuverlässig. Und zweitens, währt die Moderne und währet ewiglich, in all ihren Facetten. Hilbig nutzte die Formen der Moderne wie auch die einer Romantik. Joyce und E.T.A. Hoffmann Hand in Hand, mischte Hochartifizielles mit dem sächsischen Proletarierdeutsch zu einem ganz besonderen Fromage, um den Dichter selbst zu zitieren. In alter Abdeckerei verschwinden die Leute. Inmitten einer apokalyptischen Landschaft ist eine Bedrohung wie im Film Noir allgegenwärtig. Im großen Roman Ich, der auch ein Großstadtroman ist, verliert sich der Protagonist in den Labyrinthen unter der Stadt, in den Kellern und in den Kellern unter den Kellern. Beschattet sich selbst, ist Spitzel und IM, wird selbst bespitzelt und verliert sich. Nebel und Netze, geworfen über die Menschen, die in ihnen zappeln, sind typische Merkmale des Film Noir. Das ruhelose Irren des Antihelden auch. Der Verlorene sucht und findet nur die Nacht. Wird verdächtigt und in die Enge getrieben. Häufig ist's ein Traum, ein Albtraum, aus dem er erwacht, in dem er sich wiederfindet. Ich zitiere Hilbig. Das ist die Weiber. Wo war ich? Befand ich mich nicht auf einmal in der Tiefe eines seit 50 Jahren ungelüfteten Kellers, eines derjenigen, die ich aus meinem alten Frauenbetrieb kannte,
dessen unterirdische feuchte Waben ich sinnlos in panischer Sucht nach der Entdeckung irgendeines Geheimnisses durchforscht hatte, immer dann, wenn der anhaltende Zustand von Aussichtslosigkeit unerträglich wurde, der darin begründet wurde, dass nie ein Frauenbein den Fuß auf den Gitterrost über mir setzte. Oh, die Keller, in die ich hinabstieg, hinab, um einen sicheren Platz zum Onanieren zu finden. Dabei tiefer und tiefer in die höllischen Stockwerke der Katakomben eindrang, in das Labyrinth, über dem sich die ehemalige Munitionsfabrik aufbaute. Damit beschreibe ich mir mein Leben, dachte ich. Mein Leben mit all seinen Untergründen, Kellerverliesen, Unterböden, Untermauerungen. Damit benenne ich es endlich. Und es könnte sein, dass ich mich damit endlich dazu bekenne. Aber wie immer, wenn dieser Gedanke mich streifte, war ich zu besoffen, um ihn zu akzeptieren. Achtung, Feind hört mit. Wien an noch vielen Türen der halb vergessenen unterirdischen Anlagen des Betriebs war dieses Schild auch uralt, kaum leserlich, fast ganz verrostet an der Eisentür meines Formenkellers zu finden. Es war mir, als habe man mich in meinem Traum gewaltsam und auf brutale Art in den alten Keller zurückgeschleppt, wo ich gefangen war und getrennt von den Frauen. Nun, ja, das Zitat Ende. Man verliert sich ganz schnell in diesen Zitaten. Ich wollte es noch viel, viel länger machen. Aber nun drängt sich ein Traum in diesen Text, mit dem ich versuchte, also mit dem Text, nicht mit dem Traum, mich Hilbig zu nähern. Aber wie so oft im Film Noir ist dieses Näherkommen ein sich immer weiter entfernen. Wie eben in einem Traum. In einem Albtraum gelingt die Annäherung so wie auch die Flucht nie. Ich träumte also gestern hier in Turin, dass ich mich in einer gewaltigen, verfallenen Fabrikanlage befand. Das ist ein wiederkehrender, stets variierender Traum, den ich immer wieder habe, die von umgestürzten Bäumen umgeben war, diese Fabrikanlage. Ich erkläre mir das dadurch, dass ich vorm Einschlafen in Hilbigs Erzählung die Kunde von den Bäumen geblättert habe. Ich war dort also in der Fabrikanlage mit Jugendfreunden, von denen einige schon seit Jahren tot sind. Wir bewegten uns durch die Etagen, die Keller, aber auch über die Dächer dieser Fabrik, die direkt an eine Schule angrenzte. Einer der Lehrer der Schule kam zu mir und rügte und beschimpfte mich, warum ich mit diesen Individuen, Drogensüchtigen, damit meinte er wohl meine Freunde, von denen tatsächlich einige an Drogen zugrunde gingen, hier alles durcheinander bringen würde. Schon am Morgen, also jetzt außerhalb meines Traums, versuchte ich diesen zu interpretieren, zu deuten. Ist die Rüge des Lehrers, und Lehrer kommen oft vor in meinen Träumen, meist als Jäger und als Feind, ist die Rüge also vielleicht das Schuldgefühl meins, oder seins, also des Lehrers, die große Bühne der Literatur, dem Hilfsarbeiter, dem Gefallenen, dem Mann im Unterdeck, dem Heizer, dem Trinker gegeben zu haben. Diese sogenannten Randgestalten zu Helden und Antihelden einer ambitionierten, kunstvollen Literatur gemacht zu haben. Aber wie soll denn Literatur anders sein als ambitioniert, als kunstvoll, also sprachlich? Ambitioniert und kunstvoll. Strukturell, es ist doch die Form. Nicht umsonst sitzt der Ich-Erzähler in die Weiber in einem Formenkeller. Und wieder im Traum. Seltsamerweise bringen meine Freunde und ich Stapel von Holz, das von umgestürzten Bäumen stammt, in diese Fabrik immer mehr und mehr. Meine Freunde, nicht ich, ich warne sogar noch, feuern mit dem Holz einen Ofen an, immer mehr und mehr. Aus den Schornsteinen der Fabrik dringt dichter Rauch. Ein prägendes Kindheitsbild für mich waren die flammenschlagenden Schlote der Bitterfelder Fabriken, in dessen Nähe mein Großonkel Fredi und andere Verwandte wohnten. Fabriken, die von den Braunkohlegruben umgeben waren, die sich auch speisten, die Fabriken, gewaltige Bagger
wühlten sich dort in den Grund, einem Höllenort wie bei Dante. Sehen wir uns nicht in dieser Welt, sehen wir uns in Bitterfeld, sagte man. Und immer mehr Holz werfen meine Freunde in die Kelleröfen, sodass in der obersten Etage, wir eilen sofort nach oben, eine Art Kessel, gefüllt mit flüssigem Stahl, aufgehängt an einer Kette, sofort zu schwanken beginnt und dann umstürzt. Der rot glühende Stahl ausläuft und die Etagen der Fabrik überflutet und schließlich alles zerstört. Nur ich entkomme und wache auf. Als Kinder spielten wir in den verkommenen Fabriken, die Hilbig schilderte. Sie fanden auch Eingang in meinen ersten Roman. Und als einmal ein Kritiker diesen Roman in Zusammenhang mit Hilbig brachte, war das mir die größte Ehre, auch wenn er in einem vollkommen anderen Sprachduktus verfasst ist. Aber sich dieser Hilbig-Landschaften, den verfallenen Fabriken, diesen Industrieruinen, die er zu so großer Literatur machte, auch bedient. Und in den 90er Jahren fanden in diesen leerstehenden Kellern dieser endlosen Industrieruinen Technopartys statt, meist illegal. Man sprach von Underground. Ohne dass die Betreiber dieser Diskotheken, in denen die Maschinen aus den Lautsprecherboxen weiterstampften, von Wolfgang Hilbigs Untergrundwelten wussten. In denen die Zeit sich verschob, in diesen Untergrundwelten, in denen die Vergangenheit wieder auftauchte, in denen die Vergangenheit immer gegenwärtig war, in denen die Gespenster dieser Vergangenheit weiterlebten, Underground, so hieß auch 1995 ein Film von Emir Kusturica, in dem eine Gruppe von Partisanen in den Katakomben Belgrads ausharrt, nicht wissend, dass der Krieg schon längst vorbei ist. Aber auch bei Kusturica mischt sich das Burleske in die Tragödie, so wie in Hilbigs Die Weiber. Der Ich-Erzähler ist ein getriebener Onanist, der die Frauen durch ein Gitter anstarrt. Seine Haut ist mit Schorf bedeckt, er sondert eine Art Schleim ab, wird sich im Lauf dieser unfassbaren Erzählung selbst als Frau kleiden, will sich selbst entzünden vor einer Polizeiwache, hat sich schon mit Benzin übergossen, findet aber am Ende keine Streichhölzer, will bei der Polizei fragen, ob sie ihm also mit Streichhölzern helfen können bei seinem Vorhaben, seiner Selbstentzündung, resigniert dann aber und verschwindet in der Nacht. Nacht, Nacht, falle mich an, wie es in einem von Hilbigs frühen Gedichten heißt, decke mich zu mit todesähnlichem Schlafe, hülle mich ein in tiefe, schwarze, finstere, verbirg mich in letzte, undurchdringlichste Dunkelheit. Der Film Noir, also, diese Verbindung lässt mich nicht los. Überall in Hilbigs Werk diese Motive. In seinem dritten Roman, Das Provisorium, drei Romane, drei große Erzählungen, ein poetischer Dreiklang. In Das Provisorium fühlt sich der Protagonist in einem Einkaufszentrum einem Angriff ausgesetzt, den er, Ex-Boxer wie Hilbig, abwehrt, den Angreifer zu Boden schlägt, der aber nur eine Schaufensterpuppe ist, die vollkommen zertrümmert von den präzisen Schlägen vor ihm liegen bleibt. In einem frühen, einem Film Noir des großen Stanley Kubrick, muss sich der Held in einem ganzen Kabinett voller Schaufensterpuppen behaupten, zwischen denen irgendwo der Killer lauert. Puppen über Puppen, die zerschlagen und zerschossen werden. Auch in Hilbigs Erzählung Die Kunde von den Bäumen treffen wir wieder auf diese Puppen, die auch im Neo-Noir Blade Runner wieder auftauchen. Puppen und Androiden, Schaufensterpuppen, die auch von der Band Kraftwerk besungen werden. Wir sind die Schaufensterpuppen. Dort aus den Schaufenstern treten in eine expressionistische Fritz-Lang-Welt hinein. In Die Kunde von den Bäumen stößt der Erzähler Waller auf Schaufensterpuppen während seiner Erkundigungen auf einer gewaltigen Müllhalde, auf der die Müllarbeiter hausen und nach Verwertbaren suchen. Waller und die Müllarbeiter, die über keine Sprache verfügen, die Müllarbeiter nur unverständliches Gurgeln ausstoßen, kommunizieren miteinander mit Hilfe dieser Schaufensterpuppen. Und jetzt gleich schließe ich.
ein kurzes Zitat, weil ich finde, man muss ihn immer auch zu Wort kommen lassen, um diesen einzigartigen Hilbig-Sound zu ergründen. Jetzt, bevor ich diesen Vortrag gleich beende, noch ein Zitat eben über diese Müllarbeiter, die mich in ihrer Unerhörtheit tief getroffen haben, als ich das gelesen habe, und von denen er an einer Stelle sagt, die habe ich leider heute früh nicht gefunden, die Müllarbeiter sind wahrscheinlich die einzigen, die die Geschichte begreifen, also die über die Vergangenheit verfügen, also diese Menschen, die am Rand der Gesellschaft im Müll arbeiten, weil sie quasi das Verwertbare, die Artefakten, die Spuren durch ihre Hände gleiten lassen. Zu meiner Verwunderung wurde ich von den Müllarbeitern nicht gestört. Vielleicht waren sie übereingekommen, den sonderbaren Eindringling in ihrer Hütte zu dulden. Sie alle führten ein Leben, das vom Betrieb der Stadt abgefallen war. Und hier, auf der Asche, waren sie damit beschäftigt, dieses Leben wieder zu verwerten, wie man das mit einem Fachausdruck bezeichnete. Einmal war mir am Eingang ihres Gehäuses eine Art Torwächter aufgestellt worden, eine nackte Schaufensterpuppe, die sich auf einen Stock stützte, der auch ein Schwert sein konnte. Ihr Gesicht hatte man mit einer schrecklichen indianischen Kriegsbemalung verziert. Daraufhin stellte ich eine zweite Figur daneben, der ich in die rechte Hand einen Kugelschreiber drückte. Den Kopf der ersten Puppe drehte ich nach der zweiten um, reinigte ihr Gesicht von der Bemalung, sodass es aussah, als seien die beiden miteinander in Kommunikation getreten. Wieder einen Tag später hatten sie meine Figur, die zweite Puppe, umgedreht und mit der Stirn an die Wand gestützt. Den Kugelschreiber hatten sie ihren Fingern entnommen und ihn zwischen die Gesäßbacken der leicht gespreizten Beine gesteckt, wo er zu zwei Dritteln auf ziemlich obszöne Weise hervorragte. Das Gesicht der anderen Puppe war wieder in die Ferne gewandt. Ein Arm war angehoben und ausgestreckt worden. Der Wächter wies aus dem Gelände hinaus. Er zeigte furchterregend nach Osten zum Wald hin, über die Kirschallee und über den Wald hinweg. Nun fand der Dialog einige Tage keine Fortsetzung. Man veränderte nichts an dem Arrangement, bis man meiner sitzenden Figur ein Buch in die im Schoß liegenden Hände gedrückt hatte. Sie war ein Leser oder ein Vorleser mit beträchtlichem Publikum. Das Buch war eine zerfletterte Vorkriegsausgabe der Dämonen von Dostojewski. Den Torwächter hatte man nicht verändert. Doch war er jetzt eher eine warnende Gestalt. Mit ausgestrecktem Arm deutete er über den Wald hinweg. Deutet im Prinzip in die Hilbig-Territorien. Und eine versöhnliche Geste, dass die Müllarbeiter auch mit dem Eindringling, dem Schreiberling, sich irgendwie versöhnen und diese apokalyptischen Territorien, die auch Territorien der Literatur sind, gemeinsam durchstreifen. Ja, und hier enden wir. So viel gäbe es noch zu ergründen. Hilbig und die Bahnhöfe, so soll mein nächster Vortrag hier beim nächsten Hilbig Kongress heißen. Und ja, und vielleicht oder ganz wahrscheinlich gab es überhaupt keinen alten Fernsehapparat bei Hilbig. Das bin ich mir ganz sicher, wahrscheinlich gab es den überhaupt nicht. Es gab keinen, auf dessen schwarz-weiße Nebelbilder, die sich auf den Fensterscheiben spiegelten, er immer starrte. Und draußen da war, und damit endlich, die Meuselwitzer Nacht, oder? Wie der Dichter Thomas Böhme es in einem Abschiedsgedicht an Hilbig ausdrückte, die Finsternis hat ihre zärtlichste Stimme verloren. Und hat sie eigentlich nicht. Sie hat sie gewonnen. Danke. Vielen Dank für diesen So, bitte bleiben Sie hier, vielleicht gibt es Fragen zu diesem so reichen Bericht, das so viele Ideen enthält.
Und so viele auch Bilder, das ist so schön natürlich, dass Schriftsteller immer noch Bilder so kreieren, machen und neue Beziehungen zwischen auch Schriftstellern, anderen Schriftstellern, wie in diesem Fall mit Hilbig. Ich hätte eigentlich eine Frage, also bei dem Werkstatt sozusagen, und zwar so eine der schwierigsten vielleicht auch Sachen in Hilbigs Werk ist diese konstante Verachtung für sich selbst. Für sich selbst, ich meine, seine Figuren verachten immer sich selbst. Und das ist auch ein Zug seines Stils, aber auch thematisch sehr interessant. Aber wie stehen Sie mit dieser Verachtung? Das ist diese Schuld, die ich, also in diesem Traum, den ich tatsächlich hatte, und von der auch schon Jürgen Hussemann sprach, also diese Angst, kein Schriftsteller zu sein, diese Angst, also er bezeichnete sich auch als dritten oder vierten Stand angehörig, also ein Hilfsarbeiter, der auch nicht mal zu den anderen Arbeitern gehörte. Und also dieses immer, und das ist auch so ein Merkmal des Film Noirs, wie man wird eines Verbrechens beschuldigt, was er überhaupt nie begangen hat. Ja? Das bei Fritz Lang ganz häufig. Und dann muss er das beweisen, dass er gar kein Verbrecher ist. Und so habe ich das beim Lesen immer das Gefühl, diese Schuld, ja, die Schuld der Wörter heißt, glaube ich, auch in der Hilbischen Geschichte, also dass ihn das immer bedrückte, dass, und dieses nicht zugehörig zu sein, weder den Arbeiter und dann nicht mal die Müllarbeiter, die ihn dann doch irgendwie akzeptieren. Und aber ja, ich weiß es nicht. Also bei Hilbig kann ich auch immer nur ganz oft sagen, wie es auch Jürgen Hosemann vorhin gemacht hat, ich weiß es nicht. Ja, also man steht irgendwie auch ratlos vor der Person und dem Werk. Und da ist es einfach so, glaube ich, dass das Werk für sich spricht. Ja. Also das, man muss das lesen und da findet man vielleicht Antworten. Und ja, aber es ist so ein Uraltdruck da drin, aber das will ich es aber auch nicht enden stehen lassen, weil deswegen habe ich auch dieses Burleske und das, die auch ein Thema wäre mal der Humor bei Hilbig. Da gibt es ganz, also in der Prosa, ich spreche es vor allen Dingen für die Prosa, weil ich für die Lyrik nicht so der Experte bin. Da gibt es so viel burlesken, ganz grotesken Humor, wie bei E.T. Hoffmann oder so auch. Also das ist so vielschichtig. Und deswegen natürlich nicht nur noir, nein, bei Hilbig ist es auch viel, viel Licht. Danke. Ja, ich habe übrigens vergessen zu sagen, dass Sie auch Tatort, Drehbuchautor sind.